Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute einen groben Fleischkäse. Wir benötigen dazu Schweineschulter, Rückenspeck, Schweinebauch, Salz- und Kutterhilfsmittel, Gewürze, Zwiebeln und kaltes Wasser. Die genauen Angaben findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Zuerst kommen Schulter und Speck in den Fleischwolf. Und die Zwiebeln. Das wird das Feinbrät und wird durch die 3 mm Scheibe gelassen. Dann wechseln wir auf die 8 mm Scheibe. Der Schweinebauch kommt in den Fleischwolf und wird durch die grobe Scheibe gelassen. Das feingewölfte Fleisch mit den Zwiebeln kommt in die Küchenmaschine und wir geben Salz und Kutterhilfsmittel dazu. Wir lassen die Maschine ein paar Runden laufen und geben dann allmählich die Schüttung, also das kalte Wasser, hinzu. Wenn eine schöne homogene Masse entstanden ist, kommen die Gewürze dazu. Dann wird weiter gemengt. Wir haben ca. 11 Grad, also geben wir den grob gewölften Bauch hinzu. Wir wechseln auf den Knethaken und mengen alles unter. Die Masse ist fertig und kann abgefüllt werden. Die Backform wird mit Öl ausgestrichen. Dann wird das Brät kräftig in die Form eingeworfen, um Luftanschlüsse zu vermeiden.
Jetzt kommt noch ein Muster drauf und dann geht es ans Backen. Wir backen bei Ober- und Unterhitze und 120 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 68 Grad. Das hat bei uns ca. 2 Stunden gedauert. Dann erhöhen wir auf 200 Grad und verpassen ihm noch eine schöne Kruste. Jetzt ist er fertig und wir lassen ihn abkühlen. Die Form wird gestürzt. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Perfekt. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.